blind einkaufen mit Einkaufshilfe. Hä, wie funktioniert das denn? Also, wissen die Mitarbeiter das? Hier in Marburg ist es tatsächlich so, dadurch, dass es hier die Blindenschule gibt, dass ganz viele Supermärkte das schon quasi voreingeplant haben und dass Mitarbeiter dann dort, wenn man dann sozusagen den Supermarkt betritt, einfach direkt auf dich zukommen und fragen, brauchen Sie eine Einkaufshilfe? Und dann sagst du ja. Und bei mir ist es genauso hier, wo ich einkaufe. Die Leute kennen mich mit Orlando, kennen auch Orlando. Und dann kommen die auf mich zu und sagen, ey, brauchen Sie eine Einkaufshilfe? Ich sag ja. Und dann geht die Person mit mir durch den Einkaufsladen. Also ne, man geht systematisch. Erst beim Gemüse, dann bei den Milchwaren und so. Und dann sage ich ganz genau, was ich gerne hätte. Dann werden mir zum Beispiel auch die Angebote vorgelesen. Und so kaufe ich dann mit dieser Person ein. Und die begleitet mich dann auch zur Kasse, hilft mir dann auch beim Einpacken von dem ganzen eingekauften Zeug. Und dann kriege ich meinen Rucksack und dann darf ich wieder gehen. Dieser Service kostet nichts und ich muss es auch nicht vorbestellen. Man kann es natürlich telefonisch ankündigen, müsst ihr aber nicht. Und wenn ich jetzt an einen fremden Ort komme, versuche ich zu hören, wo ist denn jetzt die Kasse, also von wo kommt das Piepen, dann nähere ich mich dort an und frage, Entschuldigung, könnte ich eine Einkaufshilfe haben? Und dann kommt jemand und hilft mir.